Also ich arbeite unheimlich gern mit Bildern, ne? Dass ich den Leuten ja irgendwie ja das Ganze so im Kopf visualisiere. Also das würde, wenn ich dann noch mal ein Spektrum ein bisschen größer wäre. Also dieses Ganze, was du jetzt gerade gesagt hast, das kenne ich rauf und runter. Stift weglegen, Leute zum Lachen bringen, weg vom Thema und dann wieder auf den Haupteinwand fokussieren. Also das ist für mich jetzt ganz ehrlich nichts Neues. Also was ich gemerkt habe bei deinen ganzen Schulungen, da gab es immer mal so ganz nette, ja, so wie jetzt mit der Wand, mit der Lupe und so weiter, ganz nette Visualisierungen. Also wenn man das auch dann verbalisieren könnte beim Kunden, also so arbeite ich jedenfalls gerne und auch recht erfolgreich. Also ich glaube, dass wir alle rauf und runter wissen, dass wir uns nicht beim Kunden auf das Thema zu sehr fokussieren dürfen, also um diese Probleme noch mal mehr zu ausdrücken, ne? Sondern weg vom Thema, Entspannung für Entspannung und dann eben mit ein paar lockeren Mensch irgendwie, also so ein paar Sprüche, die einfach den Menschen locker werden lassen, ne? Also weg von dieser Stresssituation. Würde mir jedenfalls sehr helfen, ja. Lassen Sie uns einfach noch mal einem Beispiel durchmachen. Wer hat den nächsten Einwand? Ich möchte mir noch ein anderes Angebot einholen. Tina hier. Okay, Bettina. Also, du machst auch Küchen? Ja, ne? Ja. Ja.